Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Delicious Emily und die Traumhochzeit. Wir sind in Episode 9. Ich habe eben nochmal versucht, hier die Aufgabe zu machen, aber es ist nichts zu wollen. Es ist totales Chaos. Aber gut, Episode 9, The Wedding Crasher. Tag 1. Okay, bin gespannt. Oh, und die tanzen hier alle? Ach, wie cool. Voll den irischen Volkstanz hier. Ich fühle mich, als hätten wir die ganze Nacht gefeiert. Haben wir auch. Irische Hochzeitsfeiern können Tage dauern. Aber es ist fast Zeit, das Frühstück zu servieren. Okay, Leute, verlegen wir die Party nach draußen. Die Musik ist so cool hier. Okay, da kommt der ganze... Oh, das ist alles hier total schön grün. Dekoriert. Ach so, hier. Neu. Okay, bitteschön. Also, ihr wollt einen Keks. So, dann wollt ihr das und das. Ihr wollt das und das und eine Suppe. Okay. Ja, eben in dieser Aufgabe. Ich hatte auch wieder total viel irgendwie auf dem Tablett, von dem ich gar nicht weiß, wo das alle herkam. So, das für dich, das für dich, das für dich. Bitteschön. Und bitteschön. Okay, und ja, dich kassiere ich direkt. So, ihr beide könnt mal eure Tricks hier oben machen. Das finde ich sehr hübsch. Und stopp mal. Wie soll man denn hier... Ich sehe sie. Wie soll man denn bitte hier in der ganzen Deko die Maus da oben sehen, frage ich euch. So, das und einen Keks für euch. Hier wird aufgeräumt. Dann gehe ich kurz da oben schnell umrühren. Dann machen wir hier eine Combo. Okay, Flannery geht da mal aufräumen. Und du möchtest ein Ei, einen Keks und dein Ei hättest du gerne mit Bohnen, bitteschön. Schlüssel für dich. Und du kannst gehen, hier wird aufgeräumt. So, Dankeschön für euren Besuch. Alle tanzen draußen und ich muss hier drinnen schuften wie der wilde Wahnsinn, natürlich. Was ist das hier, Seife oder was? Okay. Sieht ein bisschen aus wie Seife, ja, macht Sinn, ne? Über dem Handtuch. Aber warum haben die hier keine Seife auf ihren Zimmern? Das gibt mir ein bisschen zu denken, ganz ehrlich. So, Lady, mit deinem Kleeblatt hier auf dem Busen, was möchtest du? Das und das. Och, da oben ist es schon wieder am Köcheln. Nicht überkochen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das ignoriert. Ich möchte es aber eigentlich auch nicht ausprobieren. Ganz ehrlich. Vielleicht muss ich dann mit dem Meißel das da aus dem Topf irgendwie rausstemmen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh wei, ey. So, ihr möchtet das, das und das. Und wo ist das Ei? Ach da. Ist nur gut, dass ich hier nicht noch Eier sammeln muss, ne? Bei irgendwelchen Hühnern oder so. So, da wird aufgeräumt. Ja, das fehlte mir ja auch noch, ne? Schlüssel haben wir da oben im Moment keinen liegen. Entscheidest du dich mal so, du möchtest das und ein Ei. Ja, Lady, dann warte doch bitte noch, bis das Kind sein Ei mit Bohnen hat. Ja, Ding, Ding, jetzt haben wir einen Schlüssel. Wunderbar. Da wird aufgeräumt. Und ihn kassiere ich auch direkt. Ist ja sonst gerade keiner mehr da. Oh, da oben ist schon wieder am Kochen. Gottes Willen, ey. Kann man das nicht einfach mal da runternehmen? Habt ihr hier keinen Elektroherd? Ich meine, das ist ja sehr urtümlich und romantisch da in diesem Topf, aber ganz ehrlich, das ist Arbeit, die man sich eigentlich nicht machen müsste, ne? Man könnte das schön auf dem E-Herd stellen, auf Stufe 1 oder von mir aus auch gern 2. Aber okay, sie wollen es hier romantisch mit Kamin. Na dann bitteschön. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die Suppe ins Feuer und so, ne? Genau, Suppe möchte er. Okay. So, ihr macht mal eure Tricks da oben bei der Mutti. Der ist süß, der Hund, ne? Ja, Suppe, gerne. Bringe ich dir. Bringe ich dir. Und dann habe ich Zeit, dann kann ich vielleicht mal so umrühren schon. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich das vorher mache. Aber, okay. Ei. Ei, natürlich willst du Ei. Was auch sonst. So, einmal mit Speck für dich. Und die feiern da draußen. Das ist der wilde Wahnsinn. So, ein Ei noch in die Pfanne, bitte. Mit Bohnen. Okay.
kommt. So, oh, da oben möchte jemand Seife und Handtuch. Hier wird aufgeräumt. Und ja, bei ihr kassiere ich. Eieieiei, den hätte ich fast nicht gesehen da oben. Flannery da einmal aufräumen. Kannst du bitte einen Moment warten? Wir schicken ihn mal hier gerade hin. So, du möchtest das und eine Milch. Bitteschön. Und dann kassieren ich hier. Da umrühren, da aufräumen. Okay. Ich glaube, mit den Punkten sieht es einigermaßen gut aus. Ich kann es aber gerade nicht so richtig einschätzen. Oh shit, was wollt ihr? Das und das wollt ihr? Bratwurst. Und natürlich ein Ei. Mit was? Mit Schinken, mit Speck. Okay. Kommt, so, bitteschön, noch ein Ei. Das und das. Und das Ei hättet ihr gerne mit Bohnen. So, unseren Schäfer schicke ich mal da hoch. Bing, bing, Schlüssel. Wenn ich schon hier rumhänge, gehe ich da mal umrühren. So, der Schäfer kann hier noch hin. Den Schlüssel für die Lady. Sehr schön. Hier wird schon mal aufgeräumt. Dann wird da aufgeräumt. Hier wird eine Kombo kassiert. Und was kann ich dir bringen, junger Mann? Was möchtest du? Natürlich möchtest du ein Ei und einen Keks. So, mit Tomate. Gerne. So, und tschüss. Ich gerade mal umrühren. Wenn ich die Zeit schon habe. Unseren Schäfer, ja, schicke ich mal dahin. Dann hole ich das. Was möchte die junge Dame da oben? Ei mit Tomate, okay. Warte, ich komme. Nicht nervös werden, ich bin schon so gut wie da. Sehr schön. Heieiei, kann ich denn mit ihm hier auch was machen? Nein, kann ich nicht. Oh, 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 Ei. Wurst mit heller Soße. Das Ei mit Tomate. Nein, nimm das Ei. Ja, ich war zu schnell mit dem Ei, ne? So, Keks. Das ist für euch. Hier wird aufgeräumt. Ich mache mir hier schnell eine Kombo. Ach, da hätte ich zwei Milch auch noch mitnehmen können, ne? Aber egal, mache ich mit ihm nochmal eine Kombo. Hier wird aufgeräumt. So, den Schäfer da oben hin. Uah, die Suppe. Heieiei. Okay, das ist für dich. Keks und Milch für euch. Hier bitte einmal aufräumen. Kommt noch wer zum Bezahlen? Gerade nicht, ich glaube nicht, ne? Okay, erste Ziel haben wir. Oh, schon wieder ein Ei. Könnt ihr das mal mit den Eiern lassen? Ich meine, inzwischen komme ich ja einigermaßen klar damit, aber erbringst du es ihm auch bitte, Emily? Oh, Ding, Ding, Schlüssel. So, dann das. Und natürlich noch ein Ei mit Speck. Ja, manchmal klicke ich zu früh aufs Ei, glaube ich. So, hier wird aufgeräumt. Expertenziel erreicht. Supi. Und er muss auch noch bezahlen kommen. Flannery, geht da mal aufräumen. Schön, haben wir den Tag auch wieder. Oh. Okay, ich wollte jetzt schnell noch umrühren. Oh, jetzt kommt der ganze Mob wieder rein. Sind die immer noch dran? Ich habe doch gesagt, auf irischen Hochzeiten ist echt was los. Vielleicht etwas zu viel sogar. Wenn diese Hochzeit in Snuggford stattgefunden hätte, wäre das Brautpaar längst in den Flitterwochen. Keine Sorge. Ich glaube nicht, dass die noch viel länger durchhalten. Wie er gleich wieder mittanzt, ey. Schön. Ach, herrlich hier. Okay. Tag 2. Und sie tanzen immer noch. Mein Gott, Leute. Ich müsste doch dicke Füße haben, genau. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich auch. Emily, wir wollten dir danken. Ohne dich. Und Lady Mary? Und Lady Mary, hätten wir diese Hochzeit niemals hinbekommen. Habt ihr euren Penny in Lady Marys Brunnen geworfen? Das haben wir zusammen gemacht, für eine lange und glückliche Ehe. Zusammen. Ja, zusammen. Diese Geschichte ist so herrlich. Essen und Getränke sind umsonst, nur für Hochzeitsgäste und nur heute. Und ich glaube, ich bin betrunken.
Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bestellen die jetzt die ganze Zeit? Kann das sein? Oder hinten ist ein... Ach nee, ich hasse sowas. Oh ja, jetzt bestellen die hier auch. Ja, du brauchst mir das nicht zeigen. Ich sehe doch, dass die bestellen. Ich bin doch nicht doof. So, mit dem und dem. Und du willst das, ne? Eieiei. Shitcrom. Solche Dinger mag ich ja gar nicht. Wieso machst du so lange an dem Keks rum, Emily? Das ist doch nur ein Keks. So, Keks und Milch für euch. Ach Gott, was wollt ihr denn? Das in Rot, das in Weiß und natürlich ein Ei. Wie soll es auch anders sein? Achso, ihr wollt auch noch eine Milch, ne? Okay. Ei mit Tomate, bitteschön. Zweimal Seife für dich da oben. Eieieiei. Oh, was? Keks und Kotelett. Okay, kommt, kommt. Oh, ich muss umrühren. Und den Schlüssel für sie. Und hier wird aufgeräumt. Stopp. Stopp, stopp. Ich habe die Maus gehört. Das hat überhaupt keinen Sinn, dass ich diese Maus hier suche während des Spiels. Also wenn die nicht zufällig direkt vor meiner Maus, also wenn die Maus nicht vor meiner Maus ist, finde ich die niemals nicht. Aber ich sehe sie hier nicht. Da ist sie. Oh Gott, wie peinlich. Wie peinlich. So, warte mal, ihr wollt eine Milch und einen Keks, du Ei und das, so, bitteschön und darüber bringen, alles klar. Eieiei, da war die Maus direkt vor mir. Tut mir ja leid, ich habe nur das Quieken gehört und dann hatte dann die wilde Panik. Nun jo. So, was, Ei, Wurst in hell, eine Milch, das Ei... damit, ihr wollt das und das. Okay, darüber, darüber. Dann hole ich noch eine Milch für dich. Schick dich auch mal dahin. Du hast ja jetzt ein bisschen länger gewartet gerade. Wow, umrühren. Umrühren. So, warte mal. Ach, jetzt hätte ich doch erst diesen Drink hier oben geholt. Ist denn das bitte? Ist das ein Bier oder was? Aber dafür ist es eigentlich zu hell, ne? So, ihr wollt das und ein Ei mit Tomate. So, warte, ich komme. Dann kassiere ich hier. So, hier wird aufgeräumt, Flannery. Da wird aufgeräumt. Ach, die wollen auch ein Ei. Oh Gott. Ja, ja, nur keine Panik. Ich bin unterwegs mit eurem Ei und den Bohnen. Dann schicke ich ihn mal da hoch. Oh, jetzt wollen die zwei Eier. Warum? Warum tut ihr mir das an? So, das und das. Ja, das und das, da hoch, warte, er will das und das zu ihr, er will einen Schlüssel und ich will Panik kriegen gerade. Okay, klappt. Klappt aber, so jetzt das und das Kotelett für euch. Hier wird aufgeräumt, da oben muss ich mal flugs umrühren. Achso, Schlüssel, Emily, Schlüssel holen hier für die Dame. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die hätte ich ja jetzt fast übersehen. So, okay. Das Ereignis ist schon geschafft. Oder wie? Bestellen die jetzt nichts mehr? Oder doch? Oder wie? Oder was? So, und ein Ei. Und den Keks nehme ich auch gleich mit. Und das Ei mit Bohnen. So, das zu euch, das zu dir. Dann schicke ich da den Schäfer mal kurz hin. Und ihr wollt das Kotelett in Rot, kommt. Oder besser, du willst das Kotelett in Rot, du bist ja alleine. So, noch ein Kotelett und eine Suppe für dich. Alter, jetzt wird's aber voll hier. Spinnt ihr? Kann denn mal jemand hier bitte bezahlen kommen? Das wäre schön. So, okay, dann machen wir jetzt eine Combo. Oh, was wollt ihr denn? Das und das, das und das. Dann nochmal das Ganze zweimal in Rot. Bitte schön. So, das und das für die Lady. Da wird aufgeräumt. Hier wird kassiert. Uiuiuiui. Wie sieht es denn mit der Punktzahl aus? 1480. Kann ich gerade nicht einschätzen, ob wir da jetzt gut sind in der Zeit oder eher nicht so. Ah, müssen wir mal gucken. So, ein Ei, natürlich. So, das Ei mit Böhnchen hier. Da wird aufgeräumt. Ich kassiere hier. Und du möchtest einen Keks? Okay, ich hoffe, das ist kein Bier. das könnte vielleicht Apfelsaft sein aus dem Fass. Kann das sein? Hätte ich jetzt natürlich gleich nochmal mitnehmen können. Ja, jetzt.
hole ich aber erst den Saft hier oben. So, den bringe ich euch. Und dann hoffe ich, schaffe ich es noch mit dem Umrühren. Okay, sehr gut. Du gehst mal da hoch. Okay, ich kassiere die Kleine mal hier unten. Ich glaube, die hatte auch schon Trinkgeld verloren. Kann das sein? Oh, Schlüssel. Dankeschön. Das ist nett. Dann geh du doch nochmal hier zu der Omi. Die freut sich bestimmt, wenn ihr die Hundehaare ins Essen fliegen. Was gibt es Schöneres? So, kommt bitte jetzt mal die Omi zum Bezahlen. Oder eher nicht. Okay, komm her. Ich kassiere dich. So, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr bezahlen, komm, weißt du? Ich habe ja eigentlich da auch meinen Stolz. So, ihr wollt das Kotelett und die Soße. Kommt. Dann rühre ich auch gleich mal um, wenn ich schon da oben rumstehe. Das trifft sich gut. Wunderbar. Handtuch und Seife für dich. Ich bin froh, dass die beiden hier unten Ruhe geben. Man ist ja das Brautpaar, ist ja in Ordnung, aber ist ja dann schon ein bisschen stressig, ne? So, du möchtest das und das, das und das. Bitteschön, da wird schon mal aufgeräumt. Zwei Kekse für dich und ich mache eine hübsche Dreier-Kombo. Jawohl. Sehr schön. Den silbernen Stern haben wir. Der Schäfer geht mal bitte hier hoch. Hat der Schäfer eigentlich auch einen Namen? Ich weiß es gerade gar nicht. Schlüssel liegt da gerade keiner. Zwei Kekse, das und ein Ei mit Bohnen. Ein Ei mit Bohnen bringe ich euch. Hättest du nicht eher bestellen können, dein Ei mit Tomate? Das hätte ich doch noch mitnehmen können. So, warte, ich bring dir das schnell, dann gehe ich da mal schnell umrühren. Du gehst mal hier zu dem Mädchen, bitte. Die muss nämlich im Moment auf ihre Eier hier warten. So, das ist fertig. Das ist für dich. Da hat es Bing Bing gemacht. Ich hole mir mal den Schlüssel. So, hier wird aufgeräumt. Ich hätte ganz gern jetzt schon noch hier eine Kombo. Ich warte jetzt auch einfach mal knallhart, ne? So, Flannery geht hier aufräumen. Kommst du bitte auch zum Bezahlen? Och, bitte, Mädchen, komm. Der hat jetzt schon ein Dings verloren. Jawohl, aufräumen. Dreier-Kombo. Ich hoffe, das passt jetzt mit den Punkten noch. Oh, nee. Alter, um 5 Punkte. Um 5. Frechheit, echt. Puh, die haben aber wirklich eine Menge gefuttert. Aber du hast das durchgestanden. Das hätte ich niemals geschafft. Nein, nein, nein. Bleib bloß. Die tanzen immer noch. Oha, es ist genug. Ich brauche etwas Schlaf. Ich bin auch fertig. Das war genug für heute. Lass uns ein Nickerchen machen. Ich nicht. Ich fange gerade erst richtig an. Stimmt's, mein Lämpchen? Blöck. Na los, Leute. Feiern wir draußen weiter. Die hören ja wirklich nicht mehr auf hier. Oh mein Gott. Und das Schaf mittendrin und der Hund auch noch hinterher. Alter, das ist ein halber Zoo hier. Wer bist du? Bald ist Vollmond. Das ist mein Jahr. Ich kann es spüren. Patrick O'Malley wird mir gehören. Und wer bist du überhaupt? Oder ist das Iris? Kann das sein, ihr Lieben? Okay, wir werden es sehen. Erstmal die Einladungsaufgabe. Überrasche Emily und lade Jean-Paul und Nadja zur Hochzeit ein. Möchten wir das? Nadja, okay, aber Jean-Paul, ich glaube nicht. Okay, ja, ich kann eigentlich nur noch die Theken-Eck kaufen und die können wir uns nicht leisten. Schade. Jean-Paul und Nadja. Jean-Paul hat Emily in Paris das Herz gebrochen, als er sie mit zwei anderen Frauen betrog. Nadja hat Emily damals in dieser schweren Zeit getröstet. Emily hat Jean-Paul abgehakt und will ihm nur zeigen, wie glücklich sie jetzt mit Patrick ist. Oh, dann muss er natürlich kommen. Was? Gillen? Wer ist denn Gillen? Ach, Gillen ist der Schäfer. Gillen muss kurz verreisen und hat dich gebeten, auf seine Schafe aufzupassen. Nein, warum? Schäfer verreisen nicht. Kannst du sie alle füttern? Nein, kann ich nicht. Nein. Ich habe den Heuwagen draußen hingestellt. Da kannst du frisches Futter holen. Viel Glück. Danke, du Arsch. Warte mal, das kann ich auffüllen. Das sehe ich doch schon da.
Alles klar, 4 Stück. Melden die dummen Schafe sich? Machen die dann wild blöck? Ja. Die Schafe melden sich, das ist ja fein. Jetzt kann ich hier die Schafe bedienen, ich werde wahnsinnig. Okay, wir bedienen die Schafe. Alter, warum? Warum tut ihr mir das an? Super. Jetzt ist unser Unterhaltungsschäfer natürlich nicht da. Das ist sehr schade. Hier, füll schon mal auf da. Füll doch schon mal auf. Also das und das, das und das und ein Ei mit Tomate. Er möchte den Schlüssel. Ich hole das Ei mit Tomate hier raus. Dann hole ich dafür das Schaf. Dann gehe ich umrühren. Alter, ich will die Schafe hier nicht bedienen. Warum muss ich das machen? Die geben mir ja noch nicht mal Trinkgeld. Oh nee, komm ey. Hier, Flannery, räum mal da auf. Du sagst sowieso überhaupt nichts dazu, Flannery, was hier so los ist. Stört dich das gar nicht mit den Schafen in der Bude? Ich meine, na schön, es regnet draußen. Na und, die haben doch ein dickes Fell. Das stört die Schafe doch nicht. Ach, man soll Schafe nicht so verhätscheln. Das ist nicht gut, bin ich mir sicher. Aber wir haben es schon 5-mal geschafft. Emily, träum mal nicht. Hol mal Nachschub da oben. So, das und das. Das und das. Dann wollt ihr eine Milch und ein Ei. Könnt ihr nichts anderes bestellen? Warum muss das immer Ei sein? Ja, wart's mal ab. So, jetzt bringe ich denen das erstmal. Du bekommst die beiden Handtücher, dann räume ich hier um. Dann hole ich den Keks, schmeiß das Ei in die Pfanne. Will hier gerade ein Schaf irgendwas? Nein. Gottes Glücke. So, das mit Speck für dich. Jetzt will das Schaf was. Ich will kassieren. Flannery will da mal aufräumen, ganz schnell. Achso, ich muss den Schlüssel holen. Ich muss den Schlüssel holen. So, Wurst in Rot, Wurst in Weiß, das in Rot und eine Milch für euch. Da wird aufgeräumt. Ei. Entscheidest du dich mal hier bitte? Also, das und das und eine Milch für dich. Ja, ich hole mal den Schlüssel und dann gehe ich direkt gerade mal hier auffüllen. Da, so, für das Schaf. Ja, ich kassiere doch, aber das Schaf hat Hunger. Weißt du? Das geht alles nicht so schnell. Guck, da hat schon wieder ein Schaf Hunger. Das ist doch der Wahnsinn hier. So, eine Milch und ein Ei mit Tomate, bitte. Ich werde hier gaga. So, Ei mit Tomate für dich. Du willst den Schlüssel. So, dann kassiere ich hier da oben Ei mit Speck. Ei mit Speck, die Kekse habe ich. So, ich hole mal das. Hol dann den Schlüssel. So, ihr Schafe, 2-mal könnt ihr noch. Und dann ist aber hier Ei. Dann ist aber Ruhe im Karton. So, Ei mit Speck. Also ich gebe mir hier gerade sehr viel Mühe, die Schafe zu befriedigen. Ganz ehrlich, ich möchte bitte, dass wir das dann auch schaffen. Und wehe nicht. So, warte, ich hole dem Schaf erstmal schnell. Dann mache ich hier die Dreier-Kombo. Jetzt fülle ich das auch nicht mehr auf. Wir brauchen ja nur noch ein Schaf. Ich gehe mal da oben schnell umrühren. Also, was wollt ihr? Oh, ihr habt doch einen Knall. Ja, da hätte ich die Milch gleich mitnehmen können. Das war doof. So, warte, dann hole ich die Milch und ihr wollt noch eine Wurst. So, du möchtest das und ein Ei mit Speck. Nein! Was? Wie, Schaf ist ausgebüxt. Warum? Was? Wie, jetzt Schaf ist ausgebüxt. Warum büchsen mir denn hier die Schafe aus? Hä? Ey, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich muss die nur füttern. Ist mir eins abgehauen? Ich habe das nicht gesehen. Das muss ich mir gleich beim Rendern mal angucken. Och, Manu, aber Jean-Paul muss kommen. Schließlich wollen wir ihm ja zeigen, wie glücklich wir jetzt sind. Nicht wahr, nicht wahr? Och, goddammit. Echt? Verdammte Einladungsaufgaben. Echt, ihr Lieben? Ah, na gut. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin. Verdammten Schafe, ey.